Den nächsten Bundessieger darf tatsächlich ich verkünden. Eine große Ehre. Habe auch einen dieser Briefumschläge erhalten. Habe leider aber auch keinen Öffner zur Hand, aber kann ihn trotzdem öffnen. Es ist ein Zettel drin. Das ist schon mal gut. Und wir gehen erstmal in die Werbung. Bis gleich. Nein, das war ein Scherz. Entschuldigung. Der Bundespreis geht an die Kindertagesstätte. Gut, da kann man noch nicht so viel. Girotondo in Bremen. So laut. Herzlichen Glückwunsch für Ihr Projekt. Wir bauen uns ein eigenes Spielhaus. Herzlichen Glückwunsch nach Bremen. Und das ist wirklich toll, weil die Kinder konnten in diesem Projekt wirklich von Anfang bis Ende ihr komplettes Haus irgendwie selber entwickeln, konnten Architekten sein, konnten Bauherren sein, waren Handwerker, Schreiner, Tischler, was auch immer, hatten sehr, sehr, sehr viel Eigenverantwortung und natürlich auch sehr, sehr viel Vertrauen von Ihnen. Und ein tolles Projekt, zu Recht ausgezeichnet. Und warum es so toll ist, auch das schauen wir uns jetzt an. Der Bundespreis des Forschergeistwettbewerbs geht an die Kindertagesstätte Girotondo aus Bremen mit ihrem Projekt Hausbau. Wir bauen uns ein eigenes Spielhaus. Auf dem Nachbargrundstück wurde ein Gebäude abgerissen. Das Interesse der Kinder daran war so groß, dass der Wunsch entstand, selbst ein Haus zu bauen. Bei Spaziergängen betrachteten sie die unterschiedlichen Haustypen von großen Villen bis zu kleineren Wohnhäusern und überlegten, wie ihr Haus aussehen sollte. Sie diskutierten über Dachformen und Schornsteine, aber auch Details wie der Briefkasten und die Heizung wurden besprochen. Bevor es richtig losgehen konnte, malten die kleinen Forscherinnen und Forscher ihre Traumhäuser, zeichneten Architekturpläne und fertigten zunächst ein Modellhaus aus Styroporwürfeln und Holzstäben. Nun ging es ans Bauen. Von der Baustelle nebenan bekamen die Kinder echte Steine geschenkt, die sie von altem Zement befreiten. Die Mädchen und Jungen mauerten, verputzten und errichteten schließlich einen Dachstuhl aus Holz. Die Fertigstellung des Rohbaus wurde zusammen mit den Eltern mit einem Richtfest gefeiert. Nachdem das Dach eingedeckt war, kümmerten sich die Kinder noch um die Innenausstattung und brachten sogar Klingel und Hausnummer an. Die Forschergeistjury meint: Stein auf Stein. Kinder bauen ein echtes Haus. Jeder Schritt der gemeinsamen Aufgabe wird von den Mädchen und Jungen nach eigenen Recherchen und eigenem Ausprobieren geplant. Learning by doing, par excellence. Herzlichen Glückwunsch an die Kindertagesstätte Girotondo zum Bundessieg 2020. Ja, und natürlich auch einen herzlichen Glückwunsch von uns. Und nachdem ich jetzt den Preisträger sozusagen vorgelesen habe, würde ich es gerne den beiden Herren überlassen, vielleicht auch noch ein paar nette Worte in die Hansestadt zu richten. Herr Dr. de Maizière. Ja, musst du eben gucken, ob der Ton eingeschaltet war. Ja, ein tolles Projekt. Aber ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht viel schöner sagen, als dass diese schönen Filme gemacht haben. Was mich besonders freut, ist die Freude von Ihnen und Ihren anderen Erzieherinnen und Erziehern, wenn sie genannt werden. Und das ist ja etwas, was Sie offenbar auch den Kindern weitergeben. Noch schöner wäre es, die wären jetzt alle da, aber das geht noch nicht, wenn wir es um 18 Uhr machen. Und bewahren Sie sich viel von dieser Freude, auch im mühsamen Corona-Alltag. Denn Freude weitergeben ist eigentlich das Schönste, was man mit kleinen Kindern machen kann. Dann entsteht auch Neugier und neue Forscher. Danke. Vielen Dank. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir diese Preisverleihung aufzeichnen, weil sie verraten den Kindern einfach nichts, zeigen ihnen das Video und an entsprechender Stelle können sich die Kinder dann genauso freuen wie sie. Das machen wir und wir sind total stolz, weil wir sind zum zweiten Mal Bundessieger. Das wusste ich gar nicht. Na dann Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Scheint ein gutes Pflaster zu sein. Ob das die Jury auch wusste? Also. Dreimal ist Bremer recht. Wir kommen wieder. Von uns aus sehr, sehr gerne. Herzlichen Glückwunsch nach Bremen. Gewinnertusch bitte jetzt.